Yo, hey, ich bin's Relas. Ich wollte euch eben ein kurzes Tutorial machen, wie ihr diese Japanese Headphone Packs in Ion installieren könnt und auch die japanischen Sounds. Also, ich zeige euch jetzt erstmal die Headphones. Wenn ihr hier so ein bisschen Damage macht, seht ihr ja, dass sich die Criticals von der Schriftart hier verändert haben. Und die Zahlen sind, glaube ich, auch anders geschrieben. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Das Ganze ist legal. Ihr werdet dafür nicht gebannt oder irgendwelche anderen Sachen. So, geht dazu auf den Desktop und downloadet euch hier erstmal dieses Japanese Headphone Pack Combo. Das Ganze setze ich euch einen Link dafür in die Beschreibung. Sobald ihr das habt, öffnet ihr das Ganze und da habt ihr einen Ordner, der heißt UI. So, dann öffnet ihr euren Ion-Ordner, den habe ich unter C Programme. Und dann so. Jetzt, wenn ihr in dem Ion-Ordner drin seid, habt ihr hier verschiedene Ordner und dann müsst ihr gucken, wo der L10N-Ordner ist. Da geht ihr rein und sucht euch jetzt den Ordner aus, auf dem ihr spielt. DU steht für Deutsch und ENG für Englisch. Also ich habe den englischen Client, deswegen wähle ich ENG aus. So, dann geht ihr in den Ordner Textures. Da ich das Ganze schon gemacht habe, sind diese ganzen Dateien bei mir schon vorhanden. Bei euch kann es sein, dass die nicht da sind. Weder der UI-Ordner noch die anderen. Nur das Loading müsste da sein. So, falls ihr den UI-Ordner nicht habt, kopiert ihr diesen UI-Ordner einfach hier rein, also entpackt das Ganze. In diesem UI-Ordner habt ihr nochmal einen Hitnumber.pack. Dann geht ihr hier wieder, wenn ihr in dem UI-Ordner seid, raus und kopiert das Ganze hier auch nochmal in diesen Ordner. Danach schließt ihr das Ganze, startet Ion ganz normal über den GameForge Launcher und dann sollte es auch funktionieren. So. Die japanischen Sounds. Das Ganze ist so ähnlich. Ich habe die zurzeit nicht installiert, aber ich zeige euch jetzt mal trotzdem, wie es geht. Ich werde euch den Link für die japanischen Sounds hier auch noch in die Beschreibung packen. Wenn ihr da reingeht, habt ihr auch wieder so einen Ordner, der heißt Sounds. So, das macht ihr dann ganz einfach. Den kann man hier eigentlich rauslöschen. Aber nur ein Backup-Ordner. So. Und zwar geht das so. Ihr macht euch erstmal einen Backup davon, dass ihr euer Ion nicht crasht. Und zwar, das ist der originale Sound-Ordner, den nennt ihr um in zum Beispiel Sounds Original. So. Gut, das kann ich jetzt natürlich nicht machen, weil mein Ion noch offen ist. Aber ist ja klar, was ihr machen sollt. So, wenn ihr das umbenannt habt, dann zieht ihr den Sound-Ordner aus dem japanischen Soundpack hier in den Ion-Ordner rein und müsst danach einfach auch wieder nur das Game neu starten, dann habt ihr die japanischen Sounds. Wichtig ist jetzt, dass ihr danach das Game nicht mehr mit dem GameForge Launcher starten könnt. Also nur noch via 64-Bit-Client, zum Beispiel hier, oder über das Ion Rainmeter. So, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne diese in die Kommentare schreiben. Ich gucke, dass ich euch helfen kann, falls es nicht funktioniert. Ob das Ganze auf Windows XP oder irgendwelchen anderen Betriebssystemen funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe es nur auf diesem gemacht. Und wundert euch nicht über meine bekackte Stimme. Ich bin nämlich erkältet. Bis dann, haut rein, ciao.